Papa, kann ich dich mal was fragen? Klar, mein Junge. Was ist los? Papa, wie viel Geld verdienst du in einer Stunde? Nun, ich denke, solche Dinge haben dich noch nicht zu interessieren. Warum fragst du sowas? Ich möchte es einfach nur wissen. Na gut, wenn du es unbedingt wissen möchtest, ich verdiene 50 Euro in der Stunde. Oh, der Junge senkte den Kopf. Papa, kannst du mir vielleicht 25 Euro leihen? So, deshalb fragst du also. Du willst dir Geld von mir leihen, um dir irgendein dämliches Spielzeug zu kaufen. So nicht, mein Freund. Ab ins Bett. Du solltest mal darüber nachdenken, wie egoistisch du bist. Ich arbeite jeden Tag extrem hart und muss mir dann abends so dreiste Fragen anhören. Der kleine Junge geht still und leise in sein Zimmer und schließt die Tür. Der Vater setzt sich hin, wird jedoch umso wütender, je mehr er über die Frage seines Sohnes nachdenkt. Wie durchtrieben mein Sohn nur ist, stellt mir solche Fragen, nur um an Geld zu kommen. Über eine Stunde vergeht, bis der Vater sich beruhigt hat und anfängt nachzudenken. Vielleicht gibt es ja wirklich etwas, das mein Sohn dringend braucht. Er fragt sehr selten nach Geld. Eigentlich hat er noch nie gefragt. Vielleicht braucht er die 25 Euro tatsächlich. Vielleicht habe ich ihm Unrecht getan. Der Vater geht zum Zimmer des kleinen Jungen, öffnet die Tür und betritt das Zimmer. Schläfst du schon, Sohnemann? Nein, Papa, ich bin noch wach. Schau mal, ich habe noch mal über alles nachgedacht. Vielleicht war ich tatsächlich ein bisschen zu streng zu dir. Es war ein langer Tag. Eine Menge hat sich angestaut. Und du hast alles abbekommen. Hier sind die 25 Euro, um die du mich gebeten hast. Es tut mir leid. Der kleine Junge lächelt. Danke, Papi. Der kleine Junge greift unter sein Kopfkissen und holt ein paar weitere zerknitterte Euroscheine hervor. Der Vater sieht, dass der Junge unter seinem Kissen bereits Geld gebunkert hat und wird erneut wütend. Langsam und ruhig beginnt der kleine Junge das Geld zu zählen und schaut danach seinen Vater an. Warum zum Teufel fragst du nach Geld, wenn du schon welches hast? Weil ich noch nicht genug hatte. Jetzt aber reicht es. Papi, jetzt habe ich 50 Euro. Darf ich hierfür eine Stunde deiner Zeit kaufen? Bitte komm morgen früher von der Arbeit nach Hause. Ich möchte gern mit dir zusammen essen. Der Vater sinkt auf den Boden. Er hat mit solch einer Antwort nicht gerechnet. Er ist erschüttert, gerührt, überwältigt. Er schließt seinen Sohn in die Arme und bittet ihn um Entschuldigung. Die
Dies ist nur eine kleine Geschichte über Vater und Sohn. Eine kleine Geschichte für all jene, die in ihrem Leben so hart und lange arbeiten. Wir sollten nicht zulassen, dass uns in unserem turbulenten Leben der Blick für das fehlt, was wirklich wichtig ist. Für die Menschen, die wir lieben.